So, da sind wir auch wieder zurück mit Let's Play Pokémon Kristall. Noch eine kleine Information zum letzten Thema, was ich noch angeschnitten habe und den Faden verloren habe. Ich habe jetzt nochmal meinen eigenen Part nochmal nachgeschaut. Einfach nochmal so eine kleine Randinfo. Also wenn ich dann wieder so höre, wenn da einfach zum Beispiel mal unschuldige Leute erschossen wurden in den USA, nur weil es die Polizei jetzt mit der Lage nicht klarkamen oder falsch eingeschätzt haben, dann tut es mir auf jeden Fall innerlich auch seelisch schwer. Das ist dann einfach so ein Land, das ich da nicht verstehen kann. Vor allem die Bürger da drin, die kann ich dann auch nicht verstehen, dass die dann, nur weil jetzt jemand aus einem anderen Land kommt, dass sie dann ehrlich Rassismus beweisen müssen, dass sie rassistisch gegen jeden sind, der nicht amerikanischen Bürger sind. Würde ich jetzt zum Beispiel ich mal einwandern und die würden dann mich auch als gegen mich rassistisch tun. Das würde mal als Ersten, würde das diesem Land auf jeden Fall auch noch echt gut tun. Und das, was eben Trump macht, ist auch nicht gerade das Beste. Denn er verherrlicht das fast sogar noch. Ja, und die Trainer der Nackenbrücke, die haben sich jetzt hierher verzogen, weil Route 24, da waren sie zwar ursprünglich da, aber sie haben sich jetzt auf die Route 25 zurückgezogen und machen jetzt dort ihr Ding weiter. Also ehrlich, wenn jetzt zum Beispiel ein Land jetzt so noch sagt, dass nur ihresgleichen es verdient hätten, in diesem Land zu leben. Und das ist einfach nur so ein Land, das ich einfach wie ein Gefängnis sehe. Ein Gefängnis, in dem nur ihre eigenen Landsleute erlaubt sind und alles andere wie Sklaven behandelt werden. Also das würde ich dann auch für jeden keinem anderen Land wünschen. Und ich hätte mal vorgehabt, vielleicht mal dort mal nach Las Vegas zu gehen, weil das mal einmal mein Lebenstraum wäre, mal einmal Las Vegas zu besuchen. Aber wenn ich das schon höre, ich weiß nicht, ob ich dann das Risiko eingehe, nur wegen einem Lebenstraum einmal dorthin zu gehen und dann am Ende zu riskiert zu werden, erschossen zu werden. Na gut, es kommt halt darauf an, aber ich will jetzt nicht alles verherrlichen und schlecht reden. Also, es sind Einzelfälle, die passieren können. Also, das heißt nicht, dass das jetzt immer der Fall sein wird. Es kann passieren, aber es muss es nicht. Aber jetzt kommen wir mal von diesem Thema weg. Ich will jetzt da nicht noch weitere Parts damit verschleudern. Das habe ich jetzt nur so als Gelegenheit gesehen, weil jetzt da eben dieser eine Rockertrüppel im letzten Part vorkam, der nicht aus der Region stammt, in dem Team Rocket gegründet wurde. Und ich hoffe immer noch für ihn, dass er wieder Fuß fasst und noch ein friedliches Leben leben kann in diesem Land. Auch immer herkommt. Weil er ist wahrscheinlich nur mit der Absicht hier, um Kriminalität zu verüben. Aber ich hoffe mal, dass jetzt unser Argument stark genug war, um ihn zu beweisen, dass das der falsche Weg ist. Ich wünschte, ich könnte nämlich das gesamte Land davon überzeugen, dass Kriminalität der falsche Weg ist, aber das geht halt nicht. Es ist fast so, als würdest du eine Katze versuchen, Kunststücke beizubringen. Das wird nicht klappen. Also lassen wir jetzt da. Denn am Ende der Route 25 ist nämlich der Ort, wo wir dann eben, wenn wir zum Beispiel nur würden Gold und Silber spielen, ist das nämlich die einzige Möglichkeit gewesen, indem man die Elementarsteine wie Feuerstein, Donnerstein etc. bekommen. Haben konnten. Und in Kristallis hat er eben noch die Möglichkeit von bestimmten Trainern, die halt zu verdienen, wenn sie mal hatten. Und der Amadeus, der hat jetzt die lange Zeit nicht angerufen, dass er die hat. Jetzt müssen wir halt den Wasserstein, den ich für die Alfruin aufsparen wollte, müssen wir jetzt halt über diese Möglichkeit nehmen.
weil ich habe den letzten halt für meinen Stand verwendet, um es zu Star mitzumachen. Aber wir werden die Alfruin des dann besuchen, wenn ich dann auch das letzte Element habe, was für die letzte Kammer fehlt. Jetzt ist auf jeden Fall zuerst mal das Ziel, auf jeden Fall Kanto auf den Kopf zu stellen, also die gesamte Kanto-Region zu erforschen. Ja, wir müssen jetzt hier eigentlich gegen alle kämpfen. Also sagen wir mal so, die haben nicht ursprünglich nur einen Auftritt in in Rot, Blau, Gelb, Grün, Feuerrot, Blatt, Grün und jetzt in Gold, Silber und Kristall. Denn dazu Gimmicks, die gerne Game Freak auch mal in anderen Spielen verwendet. Das finde ich sogar noch gut. Aber ich will jetzt nicht zu viel von den anderen Editionen wegspoilern. Aber kommen jetzt mal wieder zu etwas anderem. Ich muss jetzt sogar überlegen, was. Oder generell mal, was könnte mir zum Beispiel so 2019 erwarten bei mir Kanal. Auf jeden Fall Kingdom Hearts 3, das wird ja am 29. released. Und wir sind auf jeden Fall in der Annahme, ich und Kanal, dass wir das auf jeden Fall blind bringen können. Aber an welchem Tag der erste Part kommt, das kommt halt darauf an, wenn wir aufnehmen. Also das heißt, dass wir gerade zur Zeit des Releases schon einen Part bringen können. Wir wollen wahrscheinlich zuerst noch ein bisschen was auf Vorrat aufnehmen, bevor wir es dann freigeben, damit wir auch nicht jeden Tag Zeit haben für Aufnahmen. Das ist genau das gleiche wie mit Star Wars The Old Republic und mit anderen Projekten. Jetzt auch in Vergessenheit ein bisschen geraten sind, weil wegen der Mittelentzündung, da hatte ich jetzt auch ein bisschen Rückstand verloren. Aber ehrlich, ich hatte es genossen, dass ich auf jeden Fall in der vorherigen Woche noch zwei weitere Pokémon-Parts auf Vorrat aufgenommen habe. Und das tue ich jetzt im Schluss endlich auch, wenn ich jetzt diesen zweiten Part von Pokémon noch mache, dann brauche ich nächste Woche nichts aufzunehmen, da habe ich nochmal Erholung. Weil Resident Evil hatte ich jetzt letztes Jahr auch die Aufnahme. Wut, ich hab gerade. Ich war. Bei Kapitel 5. Irgendwo. Da habe ich mich dort entschieden, jetzt spiele ich einfach mal das gesamte Spiel durch, weil ich einfach Bock dazu hatte. Ja, und so ist es dann halt gekommen. Jetzt habe ich da für zwei weitere Wochen im Voraus aufgenommen und könnte jetzt, wenn ich Lust hätte, könnte ich jetzt einfach mal eine Woche mich nur um die Projekte kümmern, die wir im Together machen. Weil meine eigenen Projekte, die habe ich für jetzt vorgesorgt. Es ist halt immer so, wenn man wieder Lust hat auf ein Spiel, dann haut man es einfach gleich raus. Ich hoffe nur, dass ich dadurch wieder zum Streamen fähig bin. Generell. Und es kann auch sein, dass ich wahrscheinlich im Jahr 2019, wenn alles gut geht, dass es dann wahrscheinlich so langsam aber sicher, vielleicht sogar spätestens im Jahr 2020 dann wieder dazu der Fall eintritt, dass ich dann wahrscheinlich wieder morgens arbeiten gehe. Aber dann einfach nur noch 50%. Das heißt, dass ich dann nur noch am Morgens arbeiten werde und am Nachmittags könnte ich dann immer noch um die Let's Play Projekte kümmern. Ich habe jetzt auch mir schon angewöhnt, mir auch bestimmte Tage zu setzen, an denen ich aufnehme. Zum Beispiel Montag, Pokémon Kristall. Dienstag, Livestream. Mittwoch, Beispiel Resident Evil 4. Mach dann immer so zwei Parts immer. Damit ich immer die Woche dann auch schon wieder im Status Quo-Bereich bin. Dass ich immer noch genug aufgenommen habe, dass ich immer noch wieder genug auf Vorrat habe.
Dann hätten wir noch den Donnerstag, dann wäre dann zum Beispiel Platz für das dritte Projekt. Weil meistens komme ich mit Keanu erst so gegen die Abendstunden zur Aufnahmen. Also da habe ich meistens den Nachmittag, also für mich Zeit. Und dann sind wir meistens immer erst am Abend beschäftigt. Was vor allem für mich okay ist. Dann hätten wir noch Freitag und dann hätten wir Samstag und Sonntag. Es muss halt immer geregelt sein, weil wenn ihr für jeden Fall viel zu tun vorhabt, dann regelt auf jeden Fall, setzt euch auf jeden Fall ein Time-Management, managt das so gut wie es geht. Du hast einen Kampf mehr bestritten, als du erwartet hast, dennoch hast du gewonnen. Versprochen, hier ist der Preis. Ja, wir kriegen wie immer ein Nugget von ihm. Nachdem ich gesehen habe, wie du kämpfst, möchte ich sehen, wie es mir geht. Wie sieht's aus? Ich fordere dich heraus. Mit Vergnügen. Also auf jeden Fall, Time Management ist auf jeden Fall das A und O, damit ihr nicht zu viel in Stress setzt. Also in Stress landet. Setzt auf jeden Fall einen Zeitplan, wann ihr was machen wollt. Jetzt höre ich mir fast schon an wie Twilight Sparkle aus My Little Pony. Ja, das ist meistens immer so. Und wieso komme ich jetzt gerade auf My Little Pony? Ich weiß es nicht. Ach, egal, belassen wir es dabei. Sagen wir es einfach so. Ich bin meistens immer gerne der Vorausplan. Das ist wahrscheinlich bei meiner Familie ebenso. Das ist auch bei meiner Mutter so. Die plant auch immer gerne im Voraus. Meistens will ich alles immer gerade sofort erledigt sehen. Oder erledigt haben. Das ist wie bei mir. Wenn ich mir etwas in den Kopf setze, ich will es so schnell wie möglich hinter mir haben. Genau dasselbe Prinzip. Liegt wahrscheinlich an unseren Genen. Wenn mein zweites Gen immer Sauberkeit steht. Das heißt, wenn ich mal wieder zu viel Unordnung sehe, dann kriege ich wieder eine Krise. Dann will ich das sofort wie möglich aufräumen. Also die Gen können auf jeden Fall immer noch viel aussagen, wie eine Person ist. Das ist auf jeden Fall interessant. Aber ich glaube, bevor wir die Arena machen, werden wir auf jeden Fall zuerst die Elementarsteine abholen. Ich werde auch sagen, welches Pokémon wir brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall 5. Und ich habe die alle auf eine externe Box gelagert. Ja, schön, dass es dein bester Kampf des Lebens war. Freut mich. Der Kampf war großartig. Du und deine Pokémon seid ein perfektes Team. Und Alfred will wieder. Ja, er will auch wieder ein Rematch. Für mich wird auf jeden Fall das Leveln beim Silberberg schwierig sein. Vor allem für den Secret Trainer. Aber ich krieg das auch irgendwie in Time Management FTW. Und die haben noch ein Protein, was wir verkaufen können. Genau wie das Nugget, was wir auch verdient haben. Ob ich die danach wieder zurückkaufe, ich weiß nicht. Weil normalerweise würde es mich beim EV-Training helfen für das Duellturm-Team. Aber es geht auch ohne. Dauert zwar halt länger. Und. Wow. Ah, warum musst du jetzt auftauchen und uns stören? Weißt du, wie man Menschen wie dich nennt? Plage. Du hast richtig gehört. Plage. Oh, die Ohren, die du hast, sind das Arena-Orten aus Yoto? Wenn du 8 hast, musst du gut sein. Okay, komm in die Pokémon-Arena von Azura City. Ich freue mich, gegen dich zu kämpfen. Ich bin Misty, die Arena-Leiterin von Azura City. Ja, jetzt Schuss draußen. Misty wird unsere Gegnerin sein. Ach, und hier bei der Hütte, wo ja Bill lebt, da lebt jetzt auch sein Großvater. Und er will an einem die bestimmten Pokémon sehen. Ich hoffe, ich kann die alle an einem Tag zeigen. Kennst du Bill? Er ist mein Enkel. Er ist ein Yoto. Er kümmert sich um PCs und ich passe auf das Haus auf. Mein Enkel Bill hat mir von einem Pokémon mit einer langen Zunge erzählt. Hast du dieses Pokémon? Darf ich es sehen?
Ja, ich hab's, aber nicht gerade hier. Was ist nicht, das ist schade. Ja. Denn bei Bills Großvater könnte mir halt eben die Pokémon zeigen und ich hoffe, dass ich die auch alle hinkriege. Weil wenn ich die hinkriege, dann holen wir noch den Arena-Orden von Azuria City ab und dann geht's dann in Richtung Felstunnel. Und dort das geht's dann nach Lavandia und dann haben wir dann auch noch wieder ein paar Routen vor uns. Dann können wir uns dann entscheiden, welche Arena-Leiter bzw. Leiter wir dann zuerst nehmen können. Entweder zuerst die in Saffronia City oder die in Prismania City. Ach ja, und der Tunnel müsste jetzt auch frei sein. Ich weiß nicht, ob in diesem Tunnel noch irgendwelche Items sind, da jetzt ja das Licht wieder funktioniert. Da schaue ich dann demnächst vorbei, wenn ich dann wieder im Saffronia City bin. Da kann ich mal schauen, ob da unten noch was ist. Oder bevor wir zum Felstunnel gehen, können wir jetzt schnell nachschauen. Also, zuerst legen wir auf jeden Fall das hier ab, weil ich will mein komplettes Team wieder haben für die Arena. So, dann wechseln wir mal kurz die Box auf die 3. Da habe ich sie gelagert. Ganzen. Erst nach der Arena können wir schnell den Tunnel anschauen. So, dann lege ich dich mal ab. Dann lege ich dich ab. Dann lege ich dich ab. Dann lege ich dich ab. Und dich. So, dann nehmen wir kurz dich mit. Dann nehmen wir dich mit. Dann dich. Und dann dich. Und zum Schluss dich. So. Also das erste Pokémon mit einer langen Zunge. Es gibt praktisch nur ein Pokémon in dieser Gen. Oder in den ersten zwei Gens, die eine lange Zunge hat. Und das Pokémon, von dem ich spreche, ist nämlich Schlurp. Also für das erste Item brauchen wir Schlurp. Ich hoffe, dass wir jetzt auch alle kriegen, weil wenn es dann von Tag zu Tag ist, darf ich mir das auch wieder von Tag zu Tag gönnen. Und das geht mir jetzt schon auf den Wecker. Das ist genau wie mit den Attacken, Flammenwurf etc. Ich hätte gedacht, ich könnte die alle an einem Tag erledigen, aber nee, weit gefehlt. Und, weißt du es jetzt? Darf ich sehen? Und du zeigst mir, vielen Dank. Ah, das ist Schlurp? Ist das nicht niedlich? Das ist nett von dir. Danke. Das ist ein Zeichen meiner Anerkennung. Von ihm kriegt man jetzt zuerst mal den Ewigstein. Besuch mich bitte wieder. Ah, mein Enkel erwähnte ein rundes grünes Pokémon, auf dessen Kopf Blätter wachsen. Hast du das zufälligerweise auch? Na natürlich, hier. Das ist nämlich Mirapla. Oh, das ist Mirapla? Ist das nicht niedlich? Das ist nett von dir. Danke. Das ist ein Zeichen meiner Anerkennung. Und ihm kriegen wir jetzt noch einen Blattstein. So, dann wieder raus und wieder rein. Ah, ich erkennst du ein Wasser-Pokémon mit einem roten Kugel im Körper? Er sieht aus wie ein Stern. Ich höre, es taucht nachts auf. Ich würde es gerne sehen. Und das Pokémon, von dem er jetzt spricht, ist Stern, du. Und dir bitte für deine Mühen. Jetzt haben wir auch den Wasserstein. Amadeus wollte ihn mir nicht begeben. So, dann wieder rein und wieder raus. Willen zählte mir von einem Pokémon, das seinen Trainer gegenüber sehr loyal ist. Es scheint ein guter Brüller zu sein. Ja, das ist schon ein bisschen schwierig. Loyal und ein guter Brüller. Ist nämlich an den Hund angelehnt und welches Pokémon sieht dem Hund sehr ähnlich? Richtig, Vulcano. Und auch eines meiner Lieblings-Pokémon.
Oh, ja, das ist es. Oh, vielen Dank. Bitte schön, hier. Jetzt kriegen wir noch einen Feuerstein. So, dann nochmal raus und wieder rein und dann hätten wir noch eins. Kennst du dieses sehr beliebte Pokémon? Das Pokémon mit dem gelben Körper und den roten Wangen. Ich würde gerne sehen, wie es vor seiner Entwicklung aussieht. Ja. Angelehnt das Pikachu und die Vorentwicklung heißt Pichu. Oh, ja, danke von dir. Das ist sehr nett. Ja, bitte. Und noch den Donnerstein. Und ich glaube, das sind jetzt auch alle. Danke, dass du mir so viele niedliche Pokémon gezeigt hast. Ich hab mich wirklich amüsiert. Ich bin froh, dass ich das noch erleben durfte. Ja. Und denselbe Amt. Ich glaube, da will es dann anstelle von Fukano ein Vulpix sehen. Ansonsten ist, glaube ich, alles gleich. Warte mal, ich kann sie mal nachlesen. Ja, es ist sonst alles gleich. Nur halt in Silber will es halt ein Vulpix sein, weil es in Silber halt kein Fukado gibt zu fangen. Ist ja auch selbstverständlich. Naja, dann haben wir jetzt auch diese Geschichte abgehackt. Ich glaube, bevor wir zum Felstunnel gehen, können wir auch noch die Route überprüfen. So. Aber jetzt werden wir erstmal wieder die Pokémon einlagern. Wie wir gezeigt haben. Da die Items einlagern und ein paar verkaufen wir. Den Wasserstein hebe ich jetzt auf jeden Fall sehr gut auf, weil den brauche ich wieder. Für die Alf-Ruinen. Weil die Arena will ich auf jeden Fall noch in diesem Part klatschen. Und schauen, ob die noch was hat. Und wer dann die nächste Arena-Leiter und Leiterin wird, das können wir dann noch entscheiden. Wahrscheinlich werde ich vielleicht zuerst die Safrodia-City nehmen. Was es wirklich eine sie ist. So, okay, die Box will ich auch noch zurückwechseln. Das habe ich auch noch voll vergessen. Auf Box 2 habe ich da auch die Pokémon, die ich alle nicht mehr brauche, weil ich muss eben Box 1 ein bisschen frei halten. So, haben wir zum Beispiel auf Box 1 habe ich auch die VM-Sklaven, dann auch noch die Pokémon, die im Duelturm-Teams dabei sind und dann eben noch die legendären Raubkatzen. Bisher ist es nur eine. Hey, du Champions B, nachdem Misty weg war, bin ich auch los, um Spaß zu haben. Ja, und wir kriegen es auch wieder hier mit ein paar Arena. Typisch zu tun. Also wie immer normal. Also, sagen wir mal so ein paar Fangirls and Boys von Misty. Die alle auch nicht da waren, als Misty weg war. Aber wir sehen auf jeden Fall, also Misty hat auf jeden Fall einen geheimen Verehrer, der leider abgeschreckt ist und dann abgehauen. Tut mir leid für sie, ich wollte es nicht. Und nichts dafür. Wahrscheinlich reicht das dann doch nicht, wenn es dann doch ein bisschen zu viele Pokémon sind. Dann hat den nächsten Part dann ansonsten die Arena-Leiterin. Wenn es nicht klappt. Aber ich denke mir so. Wieder typisch, dass es wieder mit einem Kappe überlebt. Und ich will dich nicht unbedingt auf Brettersturm verlassen müssen. Das ist halt das Problem in der Geschichte. Ich weiß nur nicht, mit welchem Pokémon Misty leidet, das ist das Problem. Aber wir haben auf jeden Fall zwei Pokémon, die mit ihr klarkommen. Eins, was im Typ Vorteil ist und eins, was
auch im selben Typ bist wie die von Misty, aber wir haben eine Attacke, die sehr effektiv ist. Aber wir haben zuerst immer die Trainerblatt. Also das ist immer so eine Vorschrift. Zuerst die Trainerblatt hauen, danach die Leiter, beziehungsweise die Leiterin. So, und wenn es nur zwei Pokémon ist, dann können wir auf jeden Fall auf Blättertanz gehen. Also bei zwei seid auf jeden Fall immer sicher, dass ihr nicht verwirrt wird. Und ich habe vergessen, die Items einzulagern. Gut, dann entledige ich das dann nach dem Part. Out of Cam. Das habe ich jetzt voll vergessen. Er geht sicherlich nicht nochmal raus. Bitte, kein Problem. Ja, und wenn die schon Helene heißt, dann erinnert sie mich an eine bestimmte Sängerin aus Deutschland. Denn Lieder sind zwar nicht schlecht, aber wenn ich sie zu oft anhören muss, dann kriege ich auch wieder das wirkliche Kotzen. Genau dasselbe, wenn die CPU wieder meint, spinnen zu müssen. Also CPU, beruhig dich mal. Sind ja gleich fertig für heute. Momentan brauche ich aus dem Casino eh nichts mehr. Irgendwann muss ich die 4000 Münzen nochmal nachholen, falls ich dann irgendwelche Moves noch für mein Duellturm-Team benötige. Ach ja, und zu Psychokinese, da habe ich jetzt auch gerade gesehen, das kann man auch als PTM bei der Prismania City Spielhalle abholen. Und jetzt nur zu dir. Wir haben ja noch Zeit. Ich hab dich erwartet, du Nervensäge! Was zwar an vielen Orten von Jota, aber unterschätze mich lieber nicht. Meine Wasser-Pokémon sind hart. Wollen wir schauen, was die Beauty Queen so alles kann? Wieso die keine richtigen Farben hat? Konnte sie es doch nicht richtig darstellen? Auf jeden Fall leidet sie mit Enteron. Wollen wir mal schauen, was sie auf dem Kasten hat? Ob die mehr kann als dieser Major Bob-Versager? Enteron, wie immer, schnell weg. Und Morlot, dass sie gerade den reinschickt, oder sie den reinschickt. Das ist wirklich gerade eine dumme Entscheidung. Doppelschwäche Pflanze. Ich glaube, sie hat es wahrscheinlich aufgegeben. Ja, so verschwendet man erfolgreich Pokémon, meine liebe Dame. Und es wird darauf hoffen, dass ich die Verwirrung habe. Tja, aber jetzt hat sie auf jeden Fall auch noch ein Lapras im Team. Und extra für Lapras habe ich eben meinen Experte dabei. Ein Lapras könnte auf jeden Fall schon mal schwierig werden. Das ist nämlich ihr stärkstes Pokémon. Oder ihr letztes Pokémon ist noch stärker. Auf jeden Fall Lapras darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Es hat die Typkombination Eiswasser, was auf jeden Fall eine Resistenz gegenüber Pflanzen macht. Also es hat auf jeden Fall die Pflanzenschwäche nicht mehr. Aber es ist auch nicht immun dagegen. Dafür habe ich eben die Elektroattacke. Wäre es jetzt auch noch ein Elektro-Pokémon gewesen, wäre das Lapras sowas von weg gewesen. Und dass Blizzard nicht getroffen hat, das ist Glück. Einmal, dass mal die CPU vom Spiel einmal auf meiner Seite ist. Ja, und Starmie. Starmie ist auch nicht schlecht. Also die hat auf jeden Fall, wenn sie den Move hat, hat sie auf jeden Fall noch eine gute Möglichkeit, mein Ifloor auszuschalten. Und ja, Starmie ist ihr stärkstes Pokémon. Jetzt wollen wir mal sehen, welches Starmie ist stärker? Meines oder deines?
definitiv meines. Und Lapras muss man halt auch als Tank ansehen. Das ist nämlich auch eher tanky spielbar. Aber es kann auch gut zuhauen, wenn es will. Du bist wirklich gut. Ich gebe zu, dass du sehr geschickt bist. Hier hast du den Quellorden. Auf jeden Fall hat es ein bisschen mehr zu bieten als Major Bob, der Versager. Gibt es viele stärkere Trainer wie dich in Johto? Eines Tages werde ich mich aufmachen und gegen einige ausgebildete Trainer kämpfen. Ja. Was ich halt schade finde, das haben sie halt in HeartGold und SoulSilver noch hinzugefügt, denn die Rematches. Denn man kann nämlich gegen alle Arena-Leiter in HeartGold und SoulSilver unter bestimmten Voraussetzungen nochmal herausfordern, indem sie noch stärker waren. In Gold, Silber und Kristall geht das halt leider nicht. Naja. Hätte sie gerne ihre stärkeren Form erlebt. Aber wir waren auf jeden Fall auch schon mal gut genug. Also wir haben jetzt zwei Orden aus Kanto plus die 8 aus Johto macht zusammen 10. Also wir sind auf jeden Fall immer noch gut in der Form. So. Dann legen wir jetzt mal alles ab. Und das, was wir verkaufen, verkaufen wir. Ich hoffe nur, wir haben noch genug Platz. Nicht, dass es wieder sagt, die Box wäre voll. Ja, dann kann ich mal zuerst mal die Route nochmal anschauen, ob dort noch etwas ist. Also diesen Tunnel. Zwischen Route 8 und 7? Glaube ich. So, dann verkaufen wir einmal das Protein. Dann das Nugget. Und wieso man oben einen Trank bekommt aus einem der Büsche, fragt mich etwas Leichteres. So, kann ich dir noch ein bisschen Schutz kaufen? Ich muss mal schauen, wie viel habe ich noch? 13, dann kaufe ich mal 7 Stück nach. Ah, Hyperbälle brauche ich auch wieder. Ich habe ja einige verbraucht. Also 4. So, dann wäre das auf jeden Fall erledigt. Hyperheiler, wie viele habe ich davon noch? Habe ich noch genug? Naja, 20 reichen auf jeden Fall vorerst. Und schauen wir mal, ob der Tunnel jetzt auch frei ist. Und ob da noch etwas ist. Ansonsten würden wir uns dann vor dem Felstunnel sehen, weil den Weg dorthin müsst ihr jetzt nicht nochmal unbedingt sehen, oder? Was hast du noch zu berichten? So. Ja, Sonne ist schon dunkel. Und es gibt hier Items. Okay, wir machen das am besten so. Ich verabschiede mich. Ich werde off-cam hier nach Items suchen. Also ich lasse die Aufnahme am Laufen. Und ich werde dann immer zuschneiden, wenn ich dann das Item gefunden habe. Also ich verabschiede mich an der Stelle. Auf jeden Fall sehen wir uns dann im nächsten Part wieder vor dem Felstunnel. Jetzt kommen noch die versteckten Items aus diesem Pfad hier. Auf jeden Fall dann bis zum nächsten Part. Ciao!